So, weiter geht's mit dem Bauen. Jetzt geht's in die Etagen hinein. Und die Etagen, vielleicht werden es noch weniger. Ich muss mal danach schauen. Also wir brauchen einmal natürlich Pflanzebene. Das wäre die. Also dann haben wir eine dritte Ebene. So, und dann machen wir eine vierte Ebene für Dach, beziehungsweise für Decke und Licht. So, dann wieder die Pflanzebene und dann können wir wieder 1, 2, 3. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir haben jetzt eine Ebene, zwei Ebenen, drei Ebenen, vier Ebenen, fünfte Ebene. Passt. Und dann wäre das da oben, der sogar mit der Linie in einem durchstimmt. Perfekt. Besser kann es nicht laufen. So. Linien ziehen. Falsch. Die gute Spitzhacke in Einsatz, die ein bisschen schnell ist. Mal sehen. Speed von, Mining Speed von 48, aber dafür sehr wenig Haltbarkeit. Wirklich sehr wenig. Oh, einmal rumziehen. Warst du davor? Ja. Das Ding war davor. Du warst auf dem Ding, alles klar. Klotsch. Müssen wir eh mal überall durchziehen. Davor. Der war da drinne. Weil hier da die Kabel ab, genau. Oh, falsch. Du warst auch nur davor. So, kriegen wir nämlich auch den ganzen. Das ganze Zeug fertig. Und dann wäre das natürlich wieder nice. Schauen wir, was wir als nächstes machen. Ja, noch ein paar Ideen habe ich noch. Ich meine, gehen auch einmal die Ideen aus. Mit Botania, mit Witchwie habe ich noch gar nichts gemacht. Da haben ja die anderen mitgearbeitet, aber wenn wir uns auch ein bisschen reinfuchsen in Farmcraft, auf jeden Fall kann man ja auch noch einiges machen. Kann man uns mal ein bisschen gucken, ob wir vielleicht so eine Art Restaurant bauen, wo man halt vieles herstellt. Wo man über Knopfdruck sagen kann, okay, das möchte ich haben, das möchte ich heute essen. Liefern mir das doch, wenn ich es natürlich da habe. Ist natürlich auch so eine Sache. Welches Menü ich heute haben möchte. Können wir mal gucken, was sich da noch so einfallen lässt. Jetzt erstmal das fertig bauen. So, du wieder davor. Komm hier. Dann wäre nämlich der Rahmen für das Ganze hier schon mal fertig. Okay. Jetzt stellt sich die Frage: Fenster, Fenster, Fenster. Sich auf die Front hier beziehen. Beziehungsweise natürlich ein weniger von da. Und ich könnte. Ist das denn die Decke? Stimmt, ich kann das gar nicht machen hier. Ich genau achten, wie ich das baue. Ist natürlich klar, hier muss ja auch natürlich zugebaut werden. Eventuell brauche ich mir eben den Stab hier. Zumindest solche schnellen Dinger mal eben hier ausbessern können. So macht, dann haben wir es auch schon. So, das ist der Rand. Hier wäre dann, hier müsste ich ja schon wieder Gras pflanzen.
im Folgeeffekt hätte, dass ich hier eine Decke reinmachen muss. Das heißt, Fensterfront wird nicht kommen. Oder es nur Half-Steps kommen, aber sieht natürlich auch wieder, muss ich überall Half-Steps reinmachen. Das Fenster kommt auf jeden Fall nicht, okay. Da bin ich mir schon mal einig. Hier müsste dann die Decke rein. Ja, auch nicht. Da kommt da Gras hin. Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen höher ziehen können, aber okay, das kriegen wir hin. Jetzt machen wir erstmal alles zu. Ne, ich werde keine Halbsteps nehmen. Ich werde hier einfach eine Decke reinziehen, werde ich. So, eine Fackel in die Mitte. Gilt jetzt da. Fackel mit der Güter ist. Wenn er was spawnt, spawnt er was. Natürlich klar. Und zweimal komplett rumziehen, damit wir schnell unten die Blöcke legen können. Oh mein Gott. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Solange die nicht Innenraum sind, kann ich damit arbeiten. So. Einmal kurz in die Ebene, die andere macht sich gleich automatisch. Da haben wir es nämlich. So. Alles klar. Weiter geht's nach oben. Jetzt würde ich mal so machen. Ja, dann hätten wir so einen Gemüsetower für Fruchtjuice, damit halt die Beeren auch sich beruhigen können. Zwei Sachen parallel laufen können, weil der Lüfter über drei Squeezer und so kann sich das über die Beeren über auf einen verteilen und die kümmern sich dann halt jeweils parallel auf zwei. Mit fünf Gemüsesorten ist das okay, wenn die halt genug produziert haben. Da fehlt eine Lecke, den habe ich nicht vergessen, super. Okay. Hälfte der Blöcke. Nicht vergessen, hier wieder eine Ebene reinzuziehen für eine Lampe oder für Licht allgemein. Und vielleicht werde ich in die Wasserbecken das Licht einlassen oder ein paar Blöcke mit Licht austauschen, damit ich halt kein Problem damit bekomme. Haben meine öfters, dass es halt ein bisschen blöd aussieht. Im Endeffekt. Okay. Das war nur TS, aber da passiert ja nichts, da hört man nichts, da sieht man nichts, alles hier. Easy peasy. Oh, guck mal. Ich glaube, ich brauche wieder ein paar Blöcke zum Auffüllen. Ja. Machen wir das gleich so. Alles klar. Wenn das für die ist, dann kann das dann halt alles beginnen. Programmierung, wieder in die Pipes alles eingehen. Das ist natürlich alles eine harte Arbeit. Verduscht, das war der falsche, oder? Ja, das war der falsche. Muss ja da drunter. Hätte ich mir doch nicht so einfach gedacht. Ich hätte gedacht, ich hätte das passend wieder gehabt, aber nein. Muss mir wieder kompliziert alles hier bauen. So, das wäre der Tower. Jetzt immer pro... Warte, da kommt Erde drauf. So. Ne, der kommt da drauf. Ne, und? Hä? Ja doch, hier hätte Erde rein müssen. Das heißt, ich muss doch halt Steps drunter machen. Das heißt, die Decke werden nach... Oh mein Gott. Kann doch jetzt nicht mal. Ich verschiebe es anders. Kriegen wir hin. Machen wir einfach Erde hier hin. Ist doch kein Problem. Verschieben einfach alles.
Vielleicht doch wieder hin machen. Auf einmal nur so. Dann haben wir das Ganze. Macht doch nichts, alles gut. Spiel, 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 mach mich nicht kirre, so. Reiß jetzt immer über dem zwei Blöcke ab. Ich will auch gleich wieder rauskommen. So, Mitte wieder eine Fackel setzen. Jetzt geht's hier wieder nochmal das gleiche. Geht jetzt so ganz einfach, das können wir mal eben kurz durchziehen. Herrsche auch nochmal darüber. Hier könnte ich aber wiederum sagen, mache ich mal alles offen. Und werde das dann nachher da hinten runterziehen und dann habe ich das auch fertig. Oh, ich muss wieder was trinken. Fruchtjuice hält echt lange an. Und wie gesagt, nicht wundern, der Tag-Nacht-Rhythmus ist hier ausgeschaltet. Aus dem einen Grund, weil ich nicht immer pennen möchte und sehr viel bauen und zeigen möchte. Ja, manchmal braucht man die Nacht, aber bisher glaube ich für so eine Wolfsquest bei Witchery? Witchery oder bei Faunkopf kann man das ja glaube ich machen. Das ist so eine Art Wolfsquest und dann braucht man halt die Nacht. Aber ich glaube, das mache ich nicht, weil ich mich da nicht in unbedingt in einen Wolf verwandeln möchte. Bin ich nicht so der Fan von. Zack. Hammer, Hammer, Hammer. Folgen ist auch wieder top. Gut, der Tower ist fast fertig. Ich werde mich jetzt darum kümmern, wie ich das ein bisschen gestalten werde. Werde schon mal die Erde reinziehen. Harvester bauen. Also bis vorbereiten, wieder hinstellen. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich werde den Raum ein bisschen größer machen. Das machen wir jetzt eben noch. Den erweitern wir mal ein paar Blöcke. Weil von oben sah es mir doch ein bisschen wenig aus. Gegenüber dem Raum daneben. Klar, wir brauchen hier nicht viel drin. Aber wenn man ein bisschen verlegt, ist das schon ganz in Ordnung. Vielleicht kommt ja auch noch ein ME-System rein, was zusätzlich darüber läuft. Weiß ich noch nicht, überlege ich mir. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn eine Kiste da steht, zum Vorbereiten. Und dann bis dahin, euer Flashtor. Und bis dahin, tschüss.